Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf unserer Campaign of France. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen heute gucken, dass wir mit der Rapsernte hier vorankommen, haben ein bisschen was zu tun. Wir gehen gucken, dass wir den Hänger bekommen. Einmal hier den Kipper holen. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen jetzt, da der Drescher komplett voll ist. Können wir einmal den Drescher abtanken. Und dann können wir mal gucken, wie der Rapspreis steht. Ob es sich lohnt, den Raps zu verkaufen oder nicht. Da bin ich mal tierisch gespannt, Leute. Da bin ich echt mal gespannt. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir hier den Raps hier dreschen. Müssen wir jetzt einmal hier um die Kurve kommen. Das funktioniert schon mal nicht. Das könnte eher klappen. Auch nicht ganz. So. Wir sind auf dem Feld. Sehr schön. Können wir jetzt einmal den Drescher abtanken. Jetzt halt gucken wir mal eben schnell nach dem Rapspreis, wie das aussieht, 1086 pro 1000 Liter. Ich weiß nicht, ob er höher geht oder sinkt. Das ist jetzt das Problem. Ich weiß nicht, ob er höher geht noch oder sinkt. Müssen wir mal beobachten. Das wären jetzt knapp 3500 Euro, ein bisschen mehr, ist nicht viel Geld, ne? Hier machen wir mal den Motor aus, wir wollen hier keinen Kraftstoff hier verschwenden. Dann werden wir den Drescher starten und einmal weiter dreschen. Das geht hier richtig gut. Kommt einiges bei rum. Kommt wirklich viel bei rum, finde ich. 3500 Liter bis jetzt ist nicht schlecht für uns, für so eine kleine Fläche im Prinzip. Damit können wir zumindest ein bisschen Geld verdienen. Und davon halt wieder ein paar Tiere kaufen. Genauso ist das. Denn Tiere sind gut, die bringen uns Wolle und Milch. Zumindest Kühe und Schafe. Hühner bringen Eier. Aber wir haben noch keine Hühner. Wir haben jetzt nur ein paar Kühe. Ich glaube, 10 Kühe haben wir mittlerweile. Da müssen wir auch nochmal gleich gucken, wie es bei denen aussieht. Ich würde eventuell nochmal ein Schaf dazu kaufen. Dass wir 2 Schafe haben. Vielleicht kriegen wir dann erst Wolle, wenn wir wirklich 2 Schafe haben. Ich gehe mal davon aus. Und da würde ich mir als erstes gerne noch ein zweites Schaf kaufen, vielleicht sogar noch ein drittes. Dann gucken wir mal, ob dann die Wolle reinkommt. Oder eben nicht. So. Das ist relativ schnell geschafft. Hier. Sehr schön. Er geht doch zügig hier. Das geht doch zügig, Leute. So. Einmal drehen und letzte Spur wahrscheinlich. Hier auf dem Feld. Heuer haben wir momentan genug. Wie gesagt, ich würde dann jetzt eher nochmal auf Weizen wahrscheinlich gehen. Dass wir da auf jeden Fall genug zur Verfügung haben. Wir haben zwar Weizen da. 25.000 Liter, aber mehr ist besser.
Mehr ist besser. So, wir danken nochmal ab. Nochmal knapp 1000 Liter. Die Menge können wir gut gebrauchen, Leute. Die Menge können wir wirklich gut gebrauchen. So, ich werde jetzt direkt erstmal das Feld nebenan direkt mitmachen. Das heißt, wir fahren jetzt einmal mit dem Drescher rüber, machen das direkt mit. Jetzt ist das nämlich auch schon erledigt. Das geschafft. Und hier können wir hier als nächstes wieder wahrscheinlich pflügen, grubbern, neu ansehen, pflügen, düngen, neu ansehen. Düngen sollten wir auf jeden Fall, umso mehr Ernte kriegen wir raus. Mal gucken, wie es aussieht, mal mit einem Mist- oder Güllestreuer, dass wir da nicht mehr so viel in Mineraldünger bezahlen. Ne? Wäre vielleicht auch mal eine gute Option. Oder Güllefass. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen, wie das funktioniert. So. Komm, hau rein. Fahr. Fahr, Kollege, fahr. Wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun, Leute. Ja, jetzt sind die Missionsfelder auf jeden Fall erstmal wie im Hintergrund. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unsere eigenen Felder wieder hier bewirtschaften. Von daher, da müssen die anderen Bauern jetzt erstmal warten. Wie gesagt, unsere eigenen Felder gehen vor. Und das müssen wir natürlich vorrangig machen. Wir können jetzt nicht die Felder von anderen Leuten, anderen Bauern bewirtschaften und unsere eigenen Felder im Hintergrund lassen. Das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Deswegen müssen wir schauen, dass wir unsere eigenen Felder als erstes bewirtschaften. Wenn wir dann Zeit haben wieder, dann können wir wieder hingehen und sagen, okay, komm. Wir können euch helfen. So. Das sieht soweit gut aus. 1700 Liter sind jetzt aktuell drin im Drescher. Das ist eine ganze Menge. Für die kleinen Flächen ist das wirklich eine ganze Menge. Bin mal gespannt, ob der Rapspreis noch steigt. Er kommt mir relativ niedrig vor, sage ich mal so. Er kommt mir relativ niedrig vor. Deswegen würde ich erstmal warten, dass wir den Raps verkaufen, wenn wir wirklich einen hohen Rapspreis bekommen und nicht vorher.
Wir können wirklich jeden Euro gebrauchen, Leute. Milch müssen wir auch mal schauen, wann wir die loswerden können. Da will ich so langsam auch mal dran gehen. Wir haben relativ viel Milch mittlerweile bei den Kühen. Dass wir die auch mal verkaufen. Müssen wir gleich mal nach den Tieren gucken, wie es bei denen aussieht. Wie gesagt, wir haben 12.000 Euro jetzt auf dem Konto. Ich würde eventuell jetzt, wie gesagt, nochmal ein, zwei Schafe dazu kaufen. Liter Raps. Nice. Kommt richtig gut was zusammen, Leute. So, dann haben wir die zwei Felder zumindest schon mal fertig. Müssen gucken, ob wir die pflügen müssen. Oder ob wir die grubbern müssen nur. Kalken müssen vielleicht auch noch. Düngen auf jeden Fall. Und von daher schauen wir mal. Jetzt wollen wir das erstmal abkippen. Ins Silo bringen und den Raps. Den Raps ins Silo bringen. Einmal aber hier eben abkippen. Also Drescher entleeren. So, läuft doch gut. Kann man sich da eigentlich gar nicht beschweren. So, wie sieht es bei den Tieren aus? Schafe, null Wolle, leider. Aber wie gesagt, da gucken wir nochmal. Kühe sehen gut aus. Heu und Wasser könnte nochmal aufgefüllt werden, aber das ist okay. Milch 643 Liter. Wir gucken jetzt mal nach dem Preis für die Milch. 1096 Euro. Auch da weiß ich jetzt nicht, ob der Höchstpreis ist oder nicht. Da müsste ich mal in den letzten Folgen gucken, wie da der Milchpreis war, wo wir nachgeguckt haben. Aber wann das war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Von daher, da wird einiges nachzugucken sein. Oder wir warten einfach nochmal ab. Oder wir warten einfach nochmal ab mit dem Verkauf der Milch und des Raps. Das jetzt nachzugucken in 105 Folgen, das wird ein bisschen in Arbeit ausarten. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen glaube ich eher, dass wir hier abwarten. Und dann schauen wir mal. Solange lagern wir das bei uns ein, ist ja auch kein Problem. Raps haben wir jetzt 26.000 Liter. Wahnsinn, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich würde auf jeden Fall hier Gerste machen. 16.500 Liter haben wir nur. Dann würde ich Gerste als nächstes mal machen. Gerne. Das heißt, wir bringen den Drescher jetzt erstmal wieder zurück. Dann gucken wir mal, was mit den beiden Feldern hier los ist, was gemacht werden muss. Und dann werden wir das natürlich machen. Hier will ich da vielleicht Gerste machen, da vielleicht Weizen. Auf beiden Feldern
Gerste, ich weiß es noch nicht. Also Raps kommt auf jeden Fall nicht mehr drauf. Raps war ja jetzt gerade erst. Das heißt, ich würde eventuell wirklich Gerste machen. Na gut, schauen wir dann. Das schauen wir dann, Leute. So, einmal hier rückwärts reinfahren. Dann haben wir das geschafft, Leute. Motor aus. Fertig. So, wir gucken einmal. Ja, klar. Immer speichern. So, was brauchen wir bei den beiden Fällen? Die sind abgeerntet. Okay. Wir müssen... Hier muss wahrscheinlich ein Teil gepflügt werden. Okay. Das gucken wir uns mal eben schnell an. Da muss ein Teil gepflügt werden. Okay. Hier wahrscheinlich. Ne, hier, oder? Ja. Gehen wir davon aus. Hier der Teil, wo die Bäume stehen. Die können wir fällen, dann können wir da noch pflügen, dann kann man da noch Feldfläche oder sowas. Auf jeden Fall hier benötigen wir Kalk. Hier können wir direkt düngen. Von daher haben wir auf jeden Fall was zu tun, Leute. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns morgen Abend wieder, 20 Uhr hier auf der Campagne France. Schaut doch in die anderen Videos rein. Wir sehen uns. Bis dahin. Servus und tschüss.